Freunde, was geht ab? Ihr seht schon, es gibt wieder einen Stadion-Vlog. Ich habe überlegt, diese Vlogs Ultra-Vlogs zu nennen, ja? Weil ich ja mehr immer mit den Ultras unterwegs bin. Heute ist ein ganz besonderer Spieltag. Heute spielen wir wieder gegen Dynamo Kiew. Ihr habt alle das Video gesehen. Ich war am Ende und heute holt sich nicht Fener seine Rache, ich hole meine Rache. Ich habe so Bock. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was für ein Bock ich habe. Heute habe ich einen Gast dabei. Ihr werdet euch fragen, Jürgen, was? Warum? Weshalb? Wofür? King Gogo. Ihr kennt ihn alle. Digga, wer kennt King Gogo nicht? Aber auch im Wettmafia überhaupt. Wettpate, Digga. Wallah, ich weiß doch damals. Facebook-Zeiten, Digga. Zu krank. King Gogo streamt ja auch auf Twitch. By the way, ich werde ab 27. bin ich wieder back auf Twitch. Mit einem Submarathon. Wir werden Mutter beim Release von FIFA. Auf jeden Fall dachte ich mir, guck mal, King Gogo ist in Istanbul. Ich schreibe ab und zu mit ihm. Sehr sympathischer Daie, Digga. Er ist einfach unser Daie, er ist 95 Jahre alt. Auf jeden Fall, ich dachte mir, tamam, okay, er ist Gala-Fan. Ich lade ihn mal ein zu einem Fanerspiel. Ich bin sehr gespannt, was er sagen wird zu den Fans, zum Stadion. Digga, der Taxifahrer hat mich hier irgendwo rausgelassen. Ich bin da selber mit meinem Cousin immer mit dem Auto gekommen. Es hat gar keinen Sinn, mit dem Auto an Spieltagen hier reinzufahren. Oder so voll und auch nach dem Spiel. Du brauchst so lange, bis du rauskommst. Guck mal, Freunde, wie geil. Wir haben diesen Tunnel so blau-gelb gemacht. Okay, alles klar, das ist lila-gelb, aber alles gut, Digga. Ihr müsst bedenken, da wo Fenerbahce ist, Kadıköy, ist eine sehr alte und dreckige Gegend. Das ist eigentlich ein Ghetto. Welcome to Kadıköy, Habibi. Zwar eklig ist, aber todesreal ist, Bruder. Das Fenerstadion ist einfach neben so einem Teich. Der nennt sich Bokderesse. Also da läuft die ganze Kacke von Kadıköy, Digga. Man sieht auch nachts, wie das so blubbert. Es blubbert einfach nachts, weil da der Dampf von der Kacke hochgeht einfach. Heute bin ich mal später ins Stadion gegangen. Keine Ahnung, die letzten Male war ich immer so früh, Digga. Ich saß da so lange, hab gar keinen Bock gemacht. Ein bisschen undercover. Weil, Bruder, ich sag euch ehrlich, ne? Bei dem letzten Wien-Vlog, ihr habt mein Leben Digga, was habt ihr da gemacht? Ich habe das gar nicht aufgenommen, ne? Ich habe nur am Ende des Videos gezeigt, wie die Leute Fotos gemacht haben. Ich schwöre bei Gott, ich hatte sowas nicht mal auf meiner Tour. Wie viele Leute mich da erkannt haben vor dem Spiel, ich konnte gar nicht drehen. Ich war richtig am Ende, Digga. Deswegen heute bin ich ein bisschen undercover unterwegs. Und hier seht ihr das Stadion. Ich habe mich da einfach irgendwie durchgedribbelt. Ich habe gar kein Ticket gezeigt, Amunarim. Aber die machen eh nur Kontrolle, weil hier ist... Ich weiß gar nicht, ich bin das erste Mal auf dieser Tribüne. Ich habe die Tickets einen Tag vor dem Spiel gekauft. Pro Ticket habe ich 1200 Lira bezahlt. Übelst teuer, Bruder, aber machen das extra, ne? Die wissen, wir brauchen die Tickets safe. Einen Tag vor Spiel, Bruder. Musst du kaufen von Schwarzmarkt, viel überteuert. Kannst du nichts machen, Digga. Marc und King Dogger! Was geht da? Übertore! Ich wollte King Digga, ist er krank. Hast du lieber getippt? 100 Euro, 1800 haben wir natürlich, das ist das Dreifache. Ja, komm, lass dir doch mal ein T-Shirt kaufen, Bruder, ja? Das gibt's nicht in meine Größe, Bruder. Sagst du, was wir passieren, ohne Spaß? 3-1. 3-1, Fener. An dieser Stelle, Junge, was hat Gala für Transfere gemacht, Bruder, ja? So schlecht. Ich war am Samstag bei dem Schlecht, von denen wird nichts. Ich bin Gala-Fan, aber dieses Jahr grottenschlecht. Echt, ja? Bruder, Icardi haben die jetzt noch geholt. Ich weiß, ich hab's heute gesehen. Die haben diesen Yunus Emre haben die geholt. Ich bin schockiert, von wo holt Gala erstens das Geld und wie kommen die auf diese Transfere, Digga? Walla, Respekt, ich bin sehr gespannt. Diese Liga, jeder brennt gerade. Die so krasse Spieler sind in der Liga gerade. Jeder will jeden übertoppen. Bruder, noch nie war Super League so spannend wie jetzt gerade. Walla, Respekt als Gala-Fan, dass du ein Schal hast. Versprochen, dann, ich komme gegen Gala, ich werde für dich auch ein Gala-Schal anziehen. Ich habe sowieso geplant, ich werde auf jeden Fall... Gala gegen Beşiktaş Derby werde ich im Gala-Stadion sein. Welchen Schal willst du? Der Schal geht natürlich auf mich, mein Bruder. Mein Cousin ist einfach mit Arbeitsklamotten gekommen. Er ist von der Arbeit abgehauen. Müssen die nochmal die Tickets scannen. Wir werden gar nicht nach unserem Sitzplatz gucken. Wir werden einfach gucken, wo ist frei. Und dann stehen wir einfach. Was sollen wir machen, Digga? Wir sind gerade drinnen. Ich habe einfach Gogo verloren. Wollten das Teil, diese Adapter zum Aufladen, wollten die einfach wegschmeißen. Ich habe gesagt, Junge, ich habe dafür 100 Euro bezahlt. Chill mal. Am Ende, ich habe da gekämpft mit Polizei, mit alles. Ich habe die überredet. Ich habe gesagt, bitte schmeiß das nicht weg. Die haben ein Foto von meinem Ausweis gemacht, alles. Ich habe gesagt, mach Foto von was du willst. Ich werde das doch niemals im Leben aufs Feld schmeißen, Digga. Die wollten das einfach wegnehmen. Und jetzt in der Zeit, wo ich mit Polizei rede, ich habe einfach Gogo verloren. Wird
gerade kontrolliert. Endlich bist du reingekommen, ja? Was? Normal, Bruder. Hassan, du solche, ich bin Hassan, sie kennen morgen so Hassan. Du bist Ali. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich hab ihn, guck mal bitte, sein Passodik. Ich hab ihn von Hassans Passodik einfach. Schaut euch das Atmosphäre an, Amadaka. Die Startelf. Schade, Osei Samuel ist wieder nicht dabei. Aber egal, inshallah nehmen wir auseinander. Heute soll das Stadion full von full sein. Ihr könnt euch ja denken, wenn gepfiffen wird, wer gerade das Spielfeld betreten hat. Die Gegnermannschaft. Und heute sind die Fans. Die schreien gerade Fuck you Dynamo. Bruder, die haben sehr Hass heute. Weil die letztes Mal uns so provoziert haben. Die haben Tore gemacht, die haben so zu unseren Fans gemacht. Und die Fans sind heute richtig, richtig sauer. Also die Fanerspiele sind richtig geladen. Anders, ne? Letztes Mal so richtig provoziert haben. Wir haben Ehrenmann gemacht, aber diesmal wird das Stadion brennen. Das Stadion Ihr wird richtig... keine Angst haben. Ich distanziere mich hardcore, Digga. Emre ist heute auch im Stadion. Zeig mal kurz. Einmal für Totem, einmal das Tattoo streicheln. Tamam, ich danke dir. Heute von der Bank. Digga, das Stadion ist so voll. Das Stadion brennt so krank. Nehmt euch die Kurve auf die. Ich hab Gänsehaut, Gänsehaut! Ich weine gleich, Junge! Digga, 3 Minuten gespielt und der Spieler legt sich schon hin. Die Fans sind so sauer, ne? Zeit macht Fener Druck. Ich habe Angst, dass sie wieder einmal kommen und ein Tor machen. Warte, komm, 1-0. Jetzt sollen die sich hinlegen. Jetzt sollen die sich hinlegen. Ich will sehen, ob die jetzt einmal liegen. Jetzt brennt das Stadion. Jetzt ist vorbei. Jetzt gehört das Spiel uns. Guck, wie er jetzt aufsteht. Guck, wie er jetzt aufsteht. Dieser Digga, die legen sich die ganze Zeit hin. Die ganze Zeit. Und jetzt stehen die sofort wieder auf. Das ist kein Fußball, Digga. Aber jetzt will ich sehen, wie die spielen. Die Stimmung, wie ist die Stimmung? Beste Stimmung bis jetzt. Erste Halbzeit ist vorbei. Mein Fazit zur Halbzeit. Ich sag's jedes Spiel. Dieses Mal, wie eng ich hier sitze, ne? Das ist nicht normal. Man merkt eine Energie. Einfach Rache, Bruder. Die spielen sehr defensiv und sehr ekelhaft. Die machen das Spiel sehr kalt. Und die kommen dann einmal und machen ein Tor. Jeder sitzt auf einmal. Bruder, die waren nicht einmal leise, ne? Das ist so krank. Seit langem, ne, habe ich viele Spiele angeschaut. Zum Beispiel Gala, Besiktas, Fener. Aber diese Atmosphäre, ich schwör's dir, du kriegst Gänsehaut, ne? Ich bin also, ein bisschen deutsch. Sehr gut, aber reg mich jetzt nicht auf, sonst nehme ich deine Arterien, weil ich bin geladen, sein Vater. Ich habe auf Über getippt. Ja! Ja! Das ist so schön, meine Queen, ja? Sehr gut. Das ist bitteschön. Das ist bitteschön. 2 Tore. Ah. Nur 3 Tore. 3 Tore, Mann. 4 Tore haben wir nachher. Dann 5 Tore haben wir nachher. Ich habe auf Fener, Union und Eindhoven getippt. Union und Eindhoven liegen zu Hause zurück. Zu Hause, beide Spiele zu Hause liegen zurück. Union kann noch drehen, aber andere, ich weiß nicht. Einer muss das Spiel verkaufen für Tipico, haben wir nachher. Sonst machen die keine Kohle. Tipico ist ey. Gib meine Geld zurück, Lala Menakon, ich hab nur für euch gearbeitet. So, Freunde, die zweite Halbzeit beginnt. Die setzen sich alle hin. Und alle, Otun, Otun! Digga, zu krank!
war der Hammer! Ich schwör's dir, was ihr abgeht! Ab da, Mann! Wir machen das jetzt rück dahin! Guck jetzt dahin, was abgehen wird! Alter, krank! Ich schwör's dir, abnormale! Schau mal, von da bis drüben steht die Sirene! Abnormale, ey! Und jetzt wieder die! Gänsehaut, ich kann nicht mehr, Digga. Digga, wir haben einfach ein Tor kassiert. Junge, ich filme die Fans und wir kassieren ein Tor, Digga. Ja, die sind einmal gekommen wieder. Einmal. Das war der erste Schuss aufs Tor. Ein Schuss aufs Tor. 37% Ballbesitz. Komm und erklär mir Fußball. Ich hab keinen Bock mehr. Freunde, Batshuayi wurde eingewechselt. Batshuayi, keine Ahnung, wie er heißt. Sein erstes Spiel direkt für Fener. Ich hoffe, er macht seinen Joker, Digga. 1-1 passiert, jetzt fliegen die wieder. Oh mein Gott, Digga, das sind doch keine Fußballer, ja? Leute, deren Torwart liegt schon wieder. Die machen nur Zeitspiel. Digga, das ist kein Fußball mehr. Das ist kein Fußball mehr, Digga. Das ist so lächerlich, Alter. Digga, er gibt nur 6 Minuten, Mann. Ey, das Spiel ist so... Das ist so ein Müllspiel. Die liegen nur und er gibt nur 6 Minuten, ja. So verdient! So verdient! Unglaublich! Batshuayi! Batshuayi! Er ist gekommen! Jetzt sollen die Zeitspiel machen! Beste Gefühl, alle schaut das Stadion mal an! Jetzt sollen die Zeitspiel machen! Ich will nicht beleidigen! Ich will nicht beleidigen, Bruder! Aber ich hab so einen Hals, Digga! Auf diese Dynamo Kiew-Spieler! Guckt euch das Stadion an! Jetzt liegen die nicht mehr. Ich bin maximal sauer. So verdient. Einfach Besiktas wird beleidigt. Ohne Sinn. Jetzt wird der Trainer von Dynamo Kiew beleidigt. Und das Spiel ist vorbei. Ja, Mann, Alter. Über ist gekommen, Mann. Und ich habe 1500 Euro verloren, aber es juckt mich ein Scheißdreck. Es juckt mich ein Scheißdreck. Freunde, guck mal bitte. Digga, Dynamo Kiew, die spielen keinen Fußball. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Ich bin am Ende. Bruder, sehr stabil, dass du dabei warst. Merz, ich danke dir von Herzen für die Einladung. Ich küsse dein schönes Herz. Er ist ein Löwe, Bruder. An dieser Stelle, international müssen Gala, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Başak, alle zusammenhalten, Digga. Genau so ist das. Du bist ein sehr großes Vorbild, Digga. Ich werde auch dieses Jahr anders denken, Bruder. Ich werde international komplett für unsere türkischen Mannschaften sein, Digga. Alter, ich kann gar nicht mehr reden, ich bin so schwindelig. Digga, das war zu viel heute. Das Wichtigste war, Fener hat gewonnen, Mann. Sieg war wichtig für die Fans. Weil die Dynamo Kiew haben so ekelhaft gespielt. Die haben so provoziert. Und jetzt bin ich befriedigt.
Mir ist scheißegal, was noch mit Feyenoord passiert, aber dieses Spiel mussten wir gewinnen. In diesem Sinne, ciao, meine Akkoyim.